So, das erste, was ihr euch jetzt natürlich fragt, ist, wie hast du das gemacht? Ich bin jetzt aber mal so gemein und sage, ich werde das erst in dem nächsten Video bekannt geben und jetzt müsst ihr euch einfach mal ganz dieser Sache hingeben und euch einfach mal anschauen, was man hier so machen kann. Hier kann man übrigens eine ganz schöne Menge machen, muss ich sagen. Also, es lohnt sich wirklich, eventuell auch, wenn es vielleicht ein bisschen merkwürdig wirkt, das ganze Video zu gucken, weil, ja, man kann hier doch schon eine Menge Unsinn fabrizieren. Und vor allem gegen Ende werde ich euch was sehr, sehr Geiles zeigen. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, wie wir hier so ein bisschen in den Schrein reinfliegen können. Okay, da ist eine Wand. Und wir können auch nicht auf diesen Dingern stehen. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, aber das ist jetzt nicht so mega schlimm. Kann man mitleben. Und wir sind wieder oben auf dem Schrein drauf. Das ist einfach wundervoll. Also, wie gesagt, Leute, wie das geht, das werde ich euch in dem nächsten Video beantworten. Und das ist auch ganz, ganz easy. Da könnt ihr dann auch auf diesen Schrein oben rumrennen. Ein bisschen außerhalb durch die Gegend latschen, Action machen, wie auch immer, was auch immer ihr hier drinnen machen wollt. Ja, also wir haben jetzt hier erstmal wunderbaren unsichtbaren Boden, ist natürlich auch ziemlich nice, aber wir rennen einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Das ist einfach wunderschön, einfach mal hier Sand zu sehen. Hier oben übrigens diese wunderschöne Decke, die wir haben, die wird ja automatisch unsichtbar, sobald wir mit der Kamera drüber fahren. Da kann man auch wunderschöne Porträts mitmachen, glaubt mir, es ist wirklich fantastisch, was man hier machen kann. Aber jetzt kann man so mal so ein bisschen so den Einblick bekommen, wie das Ganze eigentlich außerhalb aussieht, also wie so ein Schrein von außen aussieht. Das Ganze ist natürlich jetzt nicht irgendwie über einen Emulator gemacht oder so. Nein, das ist alles auf der Nintendo Switch. Erkennen könnt ihr deshalb daran, dass hier einfach noch das typische Nintendo Switch Menü oben links ist. Hätte ich jetzt zum Beispiel einen Emulator, dann wäre das nicht so. So, jetzt hier. Den Screenshot habt ihr wahrscheinlich schon bei mir auf den... Ich wollte gerade Pinterest-Account sagen, aber nein. Auf dem Instagram-Account, den ich mittlerweile habe, da habe ich diesen Screenshot mal gepostet gehabt und habe gesagt, nee, meine Switch, die ist nicht kaputt, das ist nur ein Glitch, den ich gerade hier mache. Und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen so das Ganze angucken. Ja, also ich muss euch übrigens sagen, unter dem Dungeon hier, beziehungsweise unter dem Schrein, dort seht ihr ja diesen schwarzen Abgrund, sage ich mal, also dieses schwarze Viereck. Das ist die Zone, in der man noch runterstürzt. Also wenn ich jetzt runterstürze, innerhalb von diesem schwarzen Bereich, dann sterbe ich da quasi. Also das gilt halt in dem ganzen Bereich als, ah, du bist runtergefallen, tot. Dann respawnt man das ganz normal, wie man das halt kennt. Wie man das auch gerade im Video selber gesehen hat. Aber jetzt fliegen wir erstmal eine ganze Weile hier durch die Gegend. Ja, ich werde, denke ich mal, einfach mal ein bisschen Musik einblenden oder so. Oder ihr guckt euch das einfach mal alle in Ruhe an. Macht euch vielleicht einfach selber ein bisschen Musik an oder so. Vielleicht mache ich auch Musik drunter. Ich mache Musik drunter und dann könnt ihr jetzt ein bisschen Musik lauschen. Natürlich wird innerhalb des Videos noch ein bisschen was gezeigt. Nur muss ich jetzt erstmal ein bisschen Distanz zu dem riesigen Würfel aufbauen.
Für die Leute, die mich jetzt nicht kennen, ich mache sehr, sehr viele Tutorials auf YouTube und natürlich auch geupdatete auf die neueste Version. Das Ganze wird natürlich in Playlisten zusammengetragen, damit ihr alles im Überblick habt. Das ist aber noch lange nicht genug, denn ihr bekommt auch noch von mir jede Menge Livestreams, Zelda Breath of the Wild, Splatoon Community Matches und vieles, vieles mehr. Also schaut einfach mal vorbei. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten, Leute. Ich bin so glücklich über den ganzen Support, den ich von euch erhalte. Und generell, das ist einfach so eine große Sache. Wer mich jetzt noch nicht kennt, ich bin auch auf Facebook aktiv, ich bin auf Twitter aktiv und auf Instagram neuerdings wusel ich da auch rum. Ansonsten sehen wir uns zu den nächsten Livestreams bestimmt wieder. Also bis zum nächsten Mal, Leute.